Kölner TV ist mal wieder auf Achse. Und unser heutiger Tatort ist die Produktionsstätte von Sattelkupplungen bei SAF Holland in Singen. Und die dafür erforderlichen Sattelplatten wurden nur wenige Stunden vorher drüben in der Gießerei bei Fondium abgegossen, werden dann nur quasi über den Hof geschoben und direkt in die Produktionslinie bei SAF eingespeist. Von oben betrachtet glaubt man, die Sattelplatte sei ein einfach gestaltetes Bauteil. Ein Blick unter die Platte zeigt deren Komplexität. In der Fertigungslinie wird zunächst das geschmiedete Schlossstück eingebaut, an der Folgestation das komplette Sicherungssystem montiert und an Station 3 das Spiel der einzelnen Bauteile zueinander geprüft, das maximal 0,8 mm betragen darf. Als letzter Fertigungsschritt vor der Endabnahme werden die Lagerböcke montiert, die je nach Kundenwunsch zwischen 125 und 250 mm hoch sein können. Und nun, wie bei Krone TV nicht unüblich, wird mal wieder alles auf den Kopf gedreht, hat aber hier bei der Sattelplatte den Vorteil, man hat einen besseren Blick auf das Innenleben. Und das Öffnen der Sattelkupplung geschieht bei SAF mit der super bequemen Einhandbedienung. Der klassische Ort für die Sattelkupplung ist natürlich die Sattelzugmaschine. Aber auch bei Krone gibt es ein Fahrzeug, das auf eine Sattelkupplung nicht verzichten kann. Die Rede ist vom Dolly für den Lang-LKW Typ 3.